Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Sumara. Die Arcturianische Gruppe, 25.06.2017. Empfangen durch Marilyn Raffaele, übersetzt von Shana. Seid der Frieden, den ihr sucht, wahrer Frieden, ihr seid bereit. Ihr Lieben, fürchtet euch nicht vor dem, was ihr seht und hört, denn das sind die Symbole eines sich wandelnden Universums, die sterbenden Schmerzen der alten Energie, die bald Teil einer anderen Welt werden wird, an der ihr nicht mehr beteiligt sein müsst, weil ihr gewählt habt zu erwachen. Alle haben die Wahl getroffen, aufzusteigen. Die meisten sind sich dessen nicht bewusst, aber auf einer tieferen Ebene wählte es jeder Einzelne. Versucht nicht besorgt zu sein über Familie und Freunde, die sich in dieser Zeit entschieden haben, nicht zu erwachen. Ihr höheres Selbst in seiner unendlichen Weisheit weiß, dass sie mehr dreidimensionale Erfahrungen benötigen, bevor sie bereit sind, sie hinter sich zu lassen. Jeder Mensch wird auf seiner Reise in die höheren Ebenen des Bewusstseins aufsteigen. Es ist unvermeidlich. Die Natur des Menschen ist göttlich und er ist nicht dazu bestimmt, für immer die Erfahrungen der illusorischen Überzeugungen zu leben. Fürchtet euch nicht, ihr Lieben, denn ihr seid jetzt nicht und wart es niemals, was ihr seht, wenn ihr in einen Spiegel schaut oder das, was ihr sagt oder selbst geglaubt habt. Es ist eine neue Zeit, eine Zeit des Erwachens und eine Zeit für die Freude in der Erkenntnis, dass ihr in Wirklichkeit eins mit dem Schöpfer seid und damit eins mit allem, was der Schöpfer ist. Die Arcturianische Gruppe möchte von Frieden sprechen, nicht über Konzepte des Friedens, die aus unterzeichneten Dokumenten hervorgehen, die durch Gewalt oder Verpflichtung geschaffen wurden, sondern von wahrem Frieden, einem Frieden, der nicht fähig ist, sich äußerlich zu manifestieren, wenn er sich bewusst präsentiert. Frieden ist spirituell, nicht materiell. Wahrer Frieden ist ein Frieden, den der dreidimensionale Zustand des Bewusstseins nicht kennt, und daher niemals durch Verträge, Kriege, Dominanz und Strafe erfolgreich entstehen kann. Ideen im Sinne von Trennung. Denn Frieden, der durch diese Methoden entstanden ist, basiert auf Dualität und Trennung. Früher oder später wird die gute Seite zur schlechten Seite umgekehrt. Denn der Glaube an die Dualität manifestiert sich immer als Gegensätze. Der wirkliche Frieden kann sich nur manifestieren, wenn die Substanz, aus der er sich formt, präsent ist, das Bewusstsein. Frieden ist der natürliche Ausdruck der Liebe, die Erkenntnis, dass alles eins innerhalb des einen ist. Warum sollte jemand sich selbst oder andere hassen, verletzen, täuschen, belügen, töten oder leiden lassen? Es sind nur die dichten Energien der persönlichen und kollektiven, nicht entwickelten Zustände des Bewusstseins, die die Macht über andere als eine geeignete Aktion sehen, Frieden herbeizuführen.
Frieden ist das Geburtsrecht eines jeden Menschen, weil es die Wirklichkeit ist, global und individuell. Ihr Lieben, es gibt nur einen, und das seid ihr. Die menschlichen Augen, die nur die physischen Formen des Einzelnen sehen, glauben an die Trennung. Aber alle Lebensformen sind einzelne Manifestationen der einzigen Substanz, die es gibt. Ein allgegenwärtiges, allmächtiges, allwissendes, göttliches Bewusstsein. Die Annahme der wahren Identität als göttliche Wesen bewegt ein Individuum über die Ängste und Zweifel hinaus, die mit dem Glauben kommen, dass Menschen lediglich materielle Körper sind, die jeder Erfahrung von Gut und Böse unterliegen, wenn sie nicht durch irgendwelche Mittel geschützt sind. Diese Erkenntnis kommt erst, nachdem viele Erfahrungen unter dem Daumen der Dualität und Trennung, Erdenschule, gelebt wurden, die schließlich die müde Seele zum Öffnen und Umarmen ihres wahren Selbst führen. Es ist dann, dass ein Bewusstsein des wahren Friedens beginnt, sich zu entfalten und so Seelenruhe mit sich bringt, den Frieden, den ein jeder sucht. Die Wurzel des wirklichen und dauerhaften Friedens, physisch, mental, emotional, spirituell, ist eine bewusste Verwirklichung der Einheit. Mit jedem Tag erleben mehr Menschen auf der Erde ein tieferes Gefühl der Einheit, oft ohne bewusstes Bewusstsein dessen, was sie sind und was sie fühlen. Die Aktionen einer wachsenden Zahl von Menschen entscheiden, sich in irgendeiner Form für andere zu opfern. Oft sind es Fremde oder Tiere. Diese Aktionen sind in der Regel spontan, entstehen ohne Gedanken in einem Moment des extremen Bedürfnisses aus dem Kern der Liebe, den jeder innerhalb trägt. Zu dieser Zeit gibt es viele sehr entwickelte Seelen auf der Erde, sind hier als Beispiel für andere und um ihr Licht dem Kollektiv hinzuzufügen. Sie mussten nicht kommen, um Karma zu lösen oder Lektionen der Liebe zu lernen, weil sie diese Arbeit bereits auf der Erde oder auf anderen Planeten erledigt haben. Zu dieser mächtigen Zeit der Veränderungen erkannten sie das Bedürfnis der Menschen nach Hilfe und so wählten diese Seelen liebevoll zu helfen. Sie können in allen Bereichen des Lebens gesehen werden, scheinbar gewöhnliche Dinge machend, und ihr erkennt sie durch eine liebevolle, aber oft intensive Energie, während sie daran arbeiten, ein tieferes Bewusstsein in Situationen zu bringen, in denen es benötigt wird. Sie werden oft intuitiv als mächtig empfunden, aber für menschliche Augen sehen sie normal aus. Aktionen der Liebe geschehen täglich, aber sie werden in erster Linie von den meisten Nachrichten negativ serviert. Deshalb ist es wichtig, eure Beteiligung an den Nachrichten zu begrenzen, weil es euch einfach zurück in die alte Energie zieht. Es ist gut, euch dessen bewusst zu sein, was um euch herum geschieht. Es ist die gleiche Idee, als wenn ihr euch mit der Energie eines niedrig schwingenden Menschen ausrichtet und dann erkennt, dass Energie von euch abgezogen wird. So ist der Begriff von Energievampire entstanden. In allen Situationen und mit allen Menschen, Orten, Dingen und Ereignissen haltet ihr euer Energiefeld klar, mit Licht gefüllt
und nicht in Übereinstimmung mit der niedrigeren Resonanzenergie, die vorhanden sein kann. Niedrigere Resonanzenergien haben ein Gefühl von Schwere über euch, die an manchen Stellen und mit bestimmten Menschen leicht gefühlt werden können. Fürchtet euch nicht, denn es hat keine andere Macht, als ihr dem gebt. Seid euch jedoch bewusst, dass ihr euch nicht damit ausrichtet oder identifiziert. Ihr könnt einfach wählen, es zu verlassen. Bis ein Mensch erkennt, dass alles, was er sucht, bereits vorhanden ist, wird er weiterhin im Außen von Menschen und Dingen suchen. Ihr bietet unwissentlich eure eigene Energie an, wenn ihr euch mit einer anderen, niedrigeren Resonanzenergie ausrichtet. Erinnert euch daran, dass es nur einen gibt. In dem Glauben, dass ihr liebevoll und sympathisch seid, könnt ihr entdecken, dass euer Gefühl abgelassen wird und euch fragen, warum. Ohne bewusste Absicht wurde eure Energie verwendet. Sympathie. Ich fühle deinen Schmerz. Oh, wie du gelitten hast. Mitgefühl. Ich verstehe. Vielleicht könntest du dies oder das tun. Da es nur eines gibt, erfolgt die Ausrichtung problemlos. Es ist besonders wichtig, dass jene, die als Berater, Therapeuten usw. arbeiten, daran zu erinnern, dass ihr eure Arbeitsräume und Energiefelder oft klärt. Wenn ihr euch mit etwas auseinandersetzt, werdet ihr eins mit dieser Energie. Menschen, Orte, Dinge, Ideen und so weiter. Das ist das Geheimnis hinter den Beziehungen. Diese Arbeit, die sich sowohl entwickelt als auch niedrig resoniert. Ihre Energien sind in Ausrichtung. Es gibt eine Feinabstimmung von Arten, die jetzt für alle geschehen, die sich jetzt spirituell bewusst sind. Bis zu diesem Punkt haben sich ernsthafte Sucher in einigen ihrer alten Energiebräuchen ohne viel Rückwirkung bewegt. Aber weil die Resonanz der Erde so sehr verfeinert wurde, werden alle Ecken des Glaubens ausgefegt und die spirituelle Leine ist sehr kurz geworden. Erinnert euch daran, wenn kleine Ereignisse und Handlungen einmal als unwichtig betrachtet wurden, beginnt ihr sie als wichtig zu fühlen und habt vielleicht sogar ein Gefühl von Schuld, die ihr nicht versteht. Dies ist, weil euer Energiefeld immer mehr auf die höheren Frequenzen des Lichts abgestimmt ist, was dazu führt, dass ihr leicht spürt, wenn ihr nicht mehr ausgerichtet seid. Es wurde gesagt, dass die spirituelle Reise an einem bestimmten Punkt wie das Gehen auf Messerschneide ist. Und das ist, was ihr jetzt macht. Lasst los und versucht nicht alles mit dem menschlichen Verstand herauszufinden, weil es nicht getan werden kann. Vertraut darauf, dass ihr den Plan kennt. Seid der Frieden, den ihr sucht. Wahrer Frieden. Ihr seid bereit. Wir sind die Arcturianische Gruppe.